Hallo, ihr Lieben. Ich drücke hier niemanden runter. Niemanden. Außer vielleicht... Hallo! Erstmal aus dem Bild gedrängt und dann wieder reingezerrt. Die Wunderbare. Wir haben uns heute getroffen. Ich freue mich so. Es ist einfach... was ich so geil finde, wir haben uns dieses Jahr jetzt sehen wir schon das dritte Mal. Das ist saugeil. Saugeil. Ich sag das gerade, kriege ich Gänse. Oh, ich hab dich schon lieb. Ist so. Auf jeden Fall haben wir uns heute getroffen, weil wir heute Nachmittag einen Mädelsabend... Eigentlich wollten wir einen Abend machen, aber weil wir ja nette Menschen sind und uns gedacht haben, vielleicht wollen ja ein paar von euch Fußball gucken. Nachvollziehen kann ich es nicht, aber wer das möchte, soll es tun. Gehen wir ein bisschen früher live und vorher drehen wir noch ein Schminki für euch. Ja. Also, wir sind gestartet bei der wunderbaren Claudi. Hi. Wo ihr ganz schnell rüber hüpfen müsst, denn ihr sollt natürlich auch sehen, wie wir hier hingekommen sind. Und wie ich das jetzt gar nicht gerafft habe. Es ist total, ja, egal. Ich war super. Du hast aber gut intuitiv richtig gut reagiert. Und wir schminken uns jetzt noch die Augen. Also Augen, die Base haben wir quasi schon fertiggestellt. Oh, flawless. So, wunderbar. Und haben schon ein paar Fragen für euch beantwortet. Und damit machen wir jetzt weiter. Also wenn ihr Bock habt auf dieses Video, dann geht ihr erst zu Claudi. Schaut euch die Base an. Sie ist natürlich in der Infobox verlinkt. Ist ja wohl klar. Vielleicht schaffe ich es sogar auch mal dran zu denken und dich ins i zu packen. Ach was, mich? Und dann kommt ihr wieder. Ins i? Genau, hier so? Also, dann wart ihr da, habt einen lieben Kommentar hinterlassen, einen Abonniert-Button geklickt und ein Herzchen gedrückt. Und dann kommt ihr wieder. Ihr habt natürlich auch einen Job hier zu erfüllen. Also wir erfüllen unseren Job für euch und ihr erfüllt euren Job für uns. Und genau. Jetzt habe ich ganz schön viele Regeln aufgestellt. Ne? Aber wirklich, das ist so eine To-Do-Liste. Ich glaube, wir sollten mal so langsam hier ein bisschen mehr Farbe ins Gesicht bringen. Ach so, und jetzt hier in diesem Video... Ins Gesicht, auf die Augen. Ja. Achso, ja, so. Ist ja auch die Augen sozusagen. Diese Bereiche. Prost, Kaffee. Wir haben auch so ein paar Fragen von euch bekommen, wo die ein oder andere jetzt natürlich auch gerne beantwortet werden möchte. Schnallt euch an, Leute. Das ist hier richtig. Ja, Hammer. Im Übrigen richtig geil. Danke für alle, die Fragen gestellt haben, denn ich habe noch nie auf einen Community-Tab so viele Antworten bekommen. Das macht mich total glücklich. Das ist so geil. Und wir haben natürlich auch im ersten Teil schon ein paar Fragen beantwortet, aber wieder lange nicht so viele, wie wir wollten, weil wir einfach zu viel labern. Und ich habe über 40 Kommentare unter meinem Community-Tab, also richtig cool. Und ihr seid voll geil. Ja, richtig geil. Wir nehmen hier mal, ich scroll hier mal ganz albern durch. Sie macht so richtig Cherry-Picking, ne? Das ist so abgefahren. Die liebe Aphrodite hat mir im Übrigen auch Fragen gestellt. Oh, die hatten wir bei mir schon. Mhm. Prost auch von mir. Wen nehme ich denn? Wo fange ich denn an? Oben. Oben. Das ist auch eine Möglichkeit, ja. Ich freue mich schon auf die Kombi. Hab schon alle spontan Fragen bei Claudi gestellt, weiß sie Bescheid. Mhm. Aber jetzt noch eine Frage. Wie lange kennt ihr euch und wo habt ihr euch kennengelernt? Ich freue mich auf euren Mädelsabend. YouTube? Erstmal? Also, Melli, ich, wir sind Internetfreunde. Ist so, ne? Also richtig klassisch. Ist wie auf so einer Dating-Plattform kennengelernt. YouTube Dating 2.0. Richtig gut. Wir haben, ja, tatsächlich. Also ich habe Melli schon echt lange geguckt und fand es auch... Ich weiß gar nicht, ich glaube The Ordinary oder so, das war, glaube ich, mit das erste Video, was ich auch von dir gesehen habe. Ich habe die schon... Das meistgeklickte Video auf meinem Kanal. Mann, ich habe hier... Hast du deswegen wegen Banana Beauty eben gefragt? Ich habe hier einen Banana Beauty Pencil nämlich. Ah, den wollte ich mal wieder ausprobieren. Habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Und also seit Jahren folgen wir uns, glaube ich, einfach gegenseitig. Und dann über Dalton halt noch die persönliche Beziehung zueinander entstanden. Das hat sich echt total abgefahren. Ja, aber so ist es ja. Ihr könnt jetzt übrigens gerade mit Beauty Melanie und Beauty Claudi 20% bei Dalton sparen. Gönnt euch hart, ne? Genau. Das ist schon ein hartes Zeug. In der Infobox verlinkt nochmal die Codes, falls ihr es vergessen haben solltet, ne, dann... Schaut einfach nochmal in die Infobox. Wir werden vielleicht hier und da nochmal drauf hinweisen. Gegebenenfalls. Weil 20% sind einfach arschviel Geld. Und da gibt es halt richtig geilen Stoff. Hm. Ja. Ne? Genau. Aber es war auch wirklich so, ne? Bei dem ersten Dalton-Trip, wo wir uns getroffen haben. Wir sind ja auch schon zu unserem ersten Dalton-Trip zusammen gefahren. Korfu. Wir kannten uns gar nicht. Nee. Genau.
Es war so cool. Wir haben die ganze Zeit durchgelabert. Wir sind mit dem Zug dahin gefahren, haben uns am Flughafen vor allem, am Bahnhof in Osnabrück, einen Flughafen haben wir noch nicht, haben uns das erste Mal gesehen und haben spontan so viel gequatscht, dass wir den Zug, den wir nehmen wollten, verpasst haben. Ja, das war echt crazy. Ja. Und das war so schön. Ja. Es war, also generell, das war irgendwie wie der Himmel gefühlt. Also dieses ganze Event war ja einfach bombastisch. Ja. Und dann durfte ich auch noch die Melli da treffen. Ich weiß nicht, kann man das so sagen? Man hat ja auch manchmal so ein bisschen diese Fangirl-Momente. Dann ernsthaft, du hast die Menschen über dem Bildschirm gesehen und man hat sich vielleicht auch mal so, ne, schon öfters privat geschrieben und so. Aber wenn man sich dann auch mal trifft, das ist halt wirklich wie Online-Dating. Und dann kann man sich das erste Mal anpacken. Das ist schon abgefahren gewesen, du. Ja, und wir haben direkt von Anfang an geschmust. Ja. Richtig cool. Und für mich war Claudi-Treffen wirklich wie Liebe auf den ersten Blick. Ist so. Oh. Weil Claudi in echt, also sie ist einfach zu 100% echt. Nichts, was Claudi euch zeigt in ihren Videos, ist gespielt. Selber. Das ist total besonders. Ich habe auch echt schon andere kennengelernt. Ist so. Ist so. So. Ich benutze im Übrigen den ordinären Catrice Slimmatic Ultra Precise in Dark. Ja. Ja. Liebe ich in Ash Blond. Der mir zu hell. Ja. Aber wo hell? Mir vor kurzem die Haare ja dunkel gemacht, die sind wieder genauso hell wie vorher. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Sonne. Ja, scheiße. Wann haben wir denn mal Sonne gehabt, die letzte Zeit? Ja, woher habe ich einen Sonnenbrand bekommen? Das ist, wenn ein Wochenende auf einmal die Sonne kommt. Leute, denkt an Lichtschutzfaktor und für den Kopf auf den Hut, an den Hut. Mhm. Weil, also so, das war sehr dumm. Und das war halt einfach, ich hab den Hut vergessen und im Nacken habe ich vergessen nachzucremen. Mhm. Und das muss ich halt wirklich sagen, denkt da dran. Lichtschutzfaktor ist so, so wichtig. Oh mein Gott. Mhm. Gibt dann auch keine Sonnenschäden, ihr minimiert das Hautkrebsrisiko, ist schon echt eine wichtige Sache und verbrennt euch einfach nicht. Hautverbrennen ist doof. Ja, Sonnenstich auch. Dann. Also doch, der Augenbrauenstift gefällt mir. Ja, ist schön. Das ist mal ein Blond, ne? Und total natürlich, so, genau. Ja. Und also, total oft habe ich das Gefühl, bei Blonden, selbst wenn der Ash draufsteht, die haben trotzdem Rotstich. Ja, oder es sieht halt total orange oder oliv aus. Wo man sich dann denkt, ja gut, ich weiß nicht, ob die Firmen vergessen haben, dieses Produkt im Vorfeld an echten Menschen zu testen. Oder ob die sich einfach nur irgendwelche Swatches auf die Arme gemalt haben. Das ist, finde ich, wirklich traurig, ne? Hm. Bei manchen Sachen, auch so Foundations. Crazy. Nächste Frage. Danke für die Verlosung. Die gibt es dann im Livestream. Meine Frage wäre, was euer Traumberuf früher war. Das ist Frage Nummer 1. Mhm. Was war dein Traumberuf früher? Ich wollte damals, weil ich das Wort so toll fand, Säuglingskrankenschwester werden. Okay. Habe ich in alle Freundebücher reingeschrieben. Das war halt bis zu einem gewissen Punkt mein Traumjob, weil ich halt das einfach cool fand. Ne? Und bis ich dann irgendwann herausgefunden habe, dass es wirklich auch mal ein bisschen Schattenseiten haben kann. Denn du kannst dann nicht nur süße Babys in den Arm halten, sondern wenn du als Krankenschwester dort vor Ort bist, hast du eigentlich vor allem mit Kranken zu tun, also kranken Kindern. Und das hat mir das Herz gebrochen, als meine Eltern mich da aufgeklärt haben. Und dann bin ich umgeschwenkt und habe mich ein bisschen an meiner Mama orientiert, wollte Lehrerin werden. Habe dann auch Nachhilfe gegeben und so weiter. Also das war schon, ne, auch Gitarrenunterricht habe ich gegeben. Also ich war schon auf einem guten Weg. Habe dann aber irgendwann realisiert, wenn ich aber die Fächer studieren wollen würde, die ich wollen würde, müsste ich zum Beispiel noch ein Latino machen. Da hatte ich aber keinen Bock drauf. Das brauchst du, oder brauchte man damals zum Beispiel, wenn du Englisch studierst oder Französisch. Mhm. Fand ich total bescheuert irgendwie. Und habe dann auch gemerkt, dass ich in Mathe zwar recht gut war, und das hätte gegebenenfalls nehmen wollen. Hab dann aber auch mit jemandem gesprochen, der wirklich Mathe auf Lehramt studiert hat. Und das war übel. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, nee, und dann sind mir halt die Fächer ausgegangen. Und dann habe ich mich weiter umgeguckt und habe dann in meinem Umfeld sehr viele gehabt, die dann auch sich Richtung Bürojob orientiert haben. Das heißt, da habe ich mich dann an den Rockzipfel von meinem Papa gehangen, der IT-Leiter war. Und habe gesagt, alles klar, ich gehe ins Büro. Mhm. Was mache ich denn?
naja, BWL-Studium wollte ich nicht machen, weil das fand ich irgendwie nicht so sinnvoll. Ich wollte eine Ausbildung machen, habe mich gegen meine Eltern aufgelehnt und dann auch wirklich eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht, weil ich wollte immer auch irgendwie in Richtung Marketing gehen. Mhm. Und das habe ich dann auch letztendlich umgesetzt. Mhm. Cool. Ich wollte Bauzeichnerin werden ganz lange Zeit in meinem Ach, Leben. Ach, geil. Genau, das fand ich total spannend, schöne, außergewöhnliche Bauten zu bauen. Da war ich allerdings ein bisschen fauli in der Schule. Als ich dann noch normal zur Schule gegangen bin und dann ist das nichts geworden. Und eigentlich finde ich Vertrieb echt geil. Hm. Ich finde es echt gut. Man kann mit spannenden Leuten zusammenarbeiten. Außerdem ist Vertrieb auch einfach so ein breites Feld. Du kannst dir da ja alles aussuchen, was du machen kannst. Ne? Ich finde, ja, es macht einfach Spaß, genau. Aber mein Traumjob war tatsächlich lange Zeit Bauzeichnerin. Wie cool! Ja. Hat aber auch eine Weile gedauert, bis ich begriffen habe, dass Bauzeichnerin nicht bedeutet, dass man besonders kreative, bunte Bilder malt. Das war nämlich so mein Ursprung. Ich habe mir echt Mühe gegeben, dass ich im Kunstunterricht immer gute Noten hatte. Ja, geil. Feier ich gerade. Hatte sie aber noch mehr Fragen reingestellt. Warte, jetzt habe ich sie wieder weggeklickt. Das ist ja was. Da ist es. Und eure Summer-Must-Haves für den Urlaub. Oh. Sonnenschutz. Sonnenschutz ist wichtig. Ja. Sonnenschutz im Gesicht, Sonnenschutz auf dem Kopf, Sonnenschutz am Körper, das braucht ihr. Und wenn ihr zu lange in der Sonne wart, Nachpflege. Ja. Die Aftersun Body Lotion zum Beispiel von Dalton. Oder auch die Aftersun Algenmaske. Das ist nicht die Aftersun, aber das ist diese Algen. Die ist geil. Die ist richtig gut. Ich habe jetzt übrigens hier von Catrice den Super Glue. Weil der einfach so, die ist total kühlend. Aus dem Kühlschrank ist der Hammer. Die ist so schön. Ich habe mir die sogar, als ich diesen Sonnenbrand auf dem Kopf hatte, ich habe mir die auf den Kopf gepackt. Krass. Ich habe das einfach, ich habe so Schmerzen gehabt. Du kriegst keine fettige Haare davon, ne? Nee, fettige Haare nicht. Also ich habe das halt schon jetzt nicht an einem Drehtag gemacht. Also ich habe danach halt wirklich, ne, einfach den Tag verbracht. Ich habe es ein bisschen rausgewaschen. Aber es war schon angenehm, weil das kühlt halt so geil, ne? Mhm. Ja, auch ganz, ganz cool ist tatsächlich, wenn du dir so die Augenpads oder die Hydroliftmaske zum Beispiel, generell Tuchmasken, Augenpads, packt euch die schön in den Kühlschrank im Sommer. Ja. Ne? Mega, alles mit Feuchtigkeit. Hyaluron ist jetzt voll geil. Ceramide sind jetzt mega. Panthenol ist jetzt mega. Algen sind jetzt halt mega. Der aus dem Kühlschrank. Das Ding hier, dieser Instant-Effekt, glättendes Augengel. Richtig, richtig cool aus dem Kühlschrank. Ich nehme immer, ich habe den eingepackt, weil wir ja gleich noch live gehen. Und das hier. Total schick. Ich habe so ein Ding, das war mal in irgendeiner Box mit drin. Das liegt bei mir im Kühlschrank. Und das ist von Catrice, glaube ich, ne? Ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich auch nichts Unbezahlbares, sage ich jetzt mal. Richtig geiles Zeug. Summer Hammer Steps hier. Natürlich einen schicken Bikini. Vielleicht für mich nicht unbedingt. Eine Strandtasche. Doch, für dich auch ein Bikini. Du bist schon eine hübsche. Lipgloss. Lipgloss? Lippenöl bin ich aktuell mehr für, weil ich finde, beim Lippenöl kleben die Haare nicht so sehr an den Lippen. Mhm. Ne? Das ist schon so. Habe ich gesagt Hut? Hut ist wichtig. Mhm. So halt. Ja. Ne? Ein schickes Strandkleid. Das waren jetzt mehr als 5, glaube ich. Das stimmt. Das macht nichts. Zählen können sie auch nicht mehr. Das sind die Beauty-YouTuber, die können das halt nicht. Bloß kein Klischee erfüllen hier. Was, die liebe DK2133, ich grüße dich ganz lieb an dieser Stelle, ist eine sehr, sehr fleißige Zuschauerin und Kommentarschreiberin. Kennst du, die ist auch bei dir, ne? Oder? Ich glaube, weil sie hatte mir auch mal bei Instagram geschrieben, dass sie uns beiden folgt. Eine ganz, ganz liebe. Ja. Fragt, was sagt ihr im Vergleich High-End zu Drogerieprodukten? Auch wenn Drogerie inzwischen ja wirklich gut sein kann, aber gibt es nicht noch Unterschiede? Ich habe hier im Übrigen von Natascha Denona die Golden Palette. Die hat mir die liebe Claudi jetzt zum Testen gegeben. Einfach so schön. Richtig schön. Eine schöne Palette für eine schöne Frau. Richtig, richtig toll. Ich bin ja mehr so die Basic Bitch, wenn es um Lidschatten geht. Ich bin nicht die Bunte. Und ich liebe es an Claudi. Ich liebe es. Claudi mit so schlichten Looks wäre irgendwie, ist auch schön, aber
wäre fast verkleidet. Ja, es macht halt Spaß, ne? Das muss ich wirklich sagen. Also bunt anmalen ist voll mein Ding. Also High-End zur Drogerie. Ich persönlich, und ich finde, das merken wir auch immer wieder in der Drogerie, würde sagen, dass die High-End-Produkte halt deutlich auch ihren Preis wert sind, eben weil sie sehr viel darin investieren müssen, dass sie neue Texturen entwickeln, dass sie neue Möglichkeiten, neue Inhaltsstoffe und Inhaltsstoffkombinationen herausbringen. Also wenn wir jetzt auch in der Drogerie gucken, was da halt auch an Pflege ist, was da auch an, ne, das sind alles, oder auch an dekorativer Kosmetik, das sind alles im Prinzip Produkte, ne, nicht alle, das ist jetzt auch böse gesagt, ne, aber man hat sie halt vielleicht schon mal irgendwann im Vorfeld in dem High-End-Bereich gesehen, so ähnlich. Ne? Wurden dann adaptiert. Ne? Genau. Mhm. Also da, das ist halt eben so die Sache, weswegen ich halt auch finde, dass High-End seinen Preis oft einfach auch wert ist. Natürlich gibt es Alternativen, sei es, ich meine, ne, Pflege, dekorative Kosmetik, Parfum. Immer, überall findest du ja auch bei, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Lebensmittel kaufe und so weiter, du hast halt oft bei den hochpreisigeren Herstellern eine andere Qualität. Du hast eine andere Qualität von den Inhaltsstoffen, du hast eine andere Qualität von den Rohstoffen, die damit dabei sind, auch von der Verpackung her, von dem Ganzen drumherum, weil die natürlich auch viel mehr Geld in Marketing und so weiter investieren müssen. Ja. Und da unterscheidet sich das halt schon auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Rohstoffquellen sind halt wirklich unterschiedliche. Wir haben ja beide auch schon, ne, im Vertrieb gearbeitet oder arbeiten im Vertrieb und dementsprechend hat man da auch schon einiges erlebt. Also ich kenne es halt auch selber, dass wenn man in einer Firma arbeitet, hat diese Firma, wenn sie selber produziert, auch zwei verschiedene Linien, die sagen dann, wir haben eine High-Quality-Schiene und wir haben eine Nicht-High-Quality-Schiene. Ja, und bei der Nicht-High-Quality-Schiene hast du auch andere Rohstoffe oder halt ein anderes Verhältnis, sodass dann halt diese hochwertigen, teureren Inhaltsstoffe geringer gehalten werden, damit der Preis auch niedriger gehalten wird und da gibt es kein Marketing und so weiter mit dabei. Das darf man halt alles nicht vergessen. Ja. Also es ist halt immer eine Kalkulationsgeschichte und ich finde es immer so hart. Ich meine, ich mache es ja auch selber. Mhm. Ne? Ich bin ja auch so, dass ich dann natürlich auch Drogerie gegen High-End antreten lasse, dass ich das vergleiche. Mhm. Und das ist eigentlich total gemein, weil, also da, Es gibt, steckt mehr hinter. Ja, aber es gibt tatsächlich auch, und ich finde, die Drogerie holt da sehr auf, es gibt wirklich einige richtig, richtig großartige Drogerieprodukte, die ich allen bislang getesteten High-End-Produkten vorziehen würde. Ja, die gibt es einfach, ne? Und wenn ich mal so drüber nachdenke, ich mache YouTube jetzt seit 10 Jahren, also echt schon lange. Und damals war total gehypt MAC. Mhm. MAC Cosmetics, die Lidschatten. Und ungefähr zu der Zeit, als ich angefangen habe mit YouTube, kam dann Make-Up Geek auf den Markt. Kennst du die überhaupt noch? Mhm. Und die Marke gibt es leider nicht mehr. Die hat aufgegeben, ist in die Knie gegangen. Aber die Lidschatten haben nur ein Drittel von den MAC Lidschatten gekostet, war aber dasselbe System. Also man konnte die Single Lidschatten kaufen, konnte die in Paletten klicken. Man hatte diese Z oder wie sie in Amerika sagen, die Z-Paletten dazu gekauft und hat sich seine Paletten zusammengestellt. Die Qualität der Lidschatten war der Hammer. Damals war auch MAC der Hammer. Wenn man das aber heute vergleicht mit einigen anderen Lidschatten oder Indie-Brands, also wenn man das, ein Single-Lidschatten von MAC hat, glaube ich, 10, 12 Euro gekostet, einer. Schon mal, ne? Und da meckern die Leute über eine komplette Lidschattenpalette von Natasha Denona mit 15 Farben, die 60, 70, 80 Euro kostet. Mhm. Also das ist schon krass. Die Qualität lässt sich gar nicht mehr vergleichen. Die Preise sind aber trotzdem nicht runtergegangen. Aber MAC hat sich auch leider in vielerlei Hinsicht nicht weiterentwickelt. Ja, gar nicht, ne? Und also das ist halt auch so eine Sache. Eine Firma muss am Ball bleiben. Mhm. Also das ist halt das ist Marketing, das ist Produktentwicklung, das ist Produktzyklen, die man bedenken muss. Ich meine, wie intensiv habe ich das in der Ausbildung gelernt, dass man halt auch immer zusehen muss, selbst wenn du eine Cash-Cow hast, muss diese Cash-Cow auch irgendwann mal damit rechnen, dass sie irgendwann ein Flop wird, dass sie halt irgendwann nicht mehr so beliebt ist, was klar ist, weil es entwickelt sich ja alles weiter und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und selbst wenn wir jetzt auch für uns denken, naja, eigentlich gibt es ja alles an Make-up, an Pflege, an dies, das, Ananas, nee, es gibt immer noch irgendwas, was irgendwie mehr
reinhaut. Was irgendwie pfiffiger ist, was irgendwie mehr entwickelt wurde oder so. Und da darf einfach, man darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. Ja. Das darfst du in der Beziehung nicht, das darfst du in deinem Job nicht, das darfst du aber auch als Marke nicht, wenn du Produkte hast, die gut laufen, die gut verkauft werden, die gut präsentiert werden und so, ne? Mhm. Und da bin ich halt auch zum Beispiel super happy, dass wir von Dalton auch immer wieder neue Produkte bekommen. Jetzt, just mein gerade, sind ja auch, als wir auf dem Event waren, diese ganzen neuen, günstigeren Produkte gelauncht worden. Einfach eben, um die Zielgruppe auch so ansprechen zu können, dass dann auch mehr sich da angesprochen fühlen. Ne? Also, genau. Dass die Leute, die vielleicht sonst bei einer 50-Euro Gesichtscreme gezögert haben, sich denken, okay, jetzt kriegst du aber für 75 Milliliter für 35 oder ne, mit Code noch günstiger entsprechend die Produkte, dass man da halt auch einfach mal sich das angucken kann und sich da einfach nicht so zurückhält. Das sind Anfixprodukte und das muss einfach eine Firma immer wieder auch bringen. Hm. Aber grundsätzlich muss ich sagen, es gibt viele richtig geile Drogerieprodukte. Mhm. Und aber ganz, ganz oft, ich denke hier gerade an die Palette, ne? Oder an den Slimatic Ultra Precise von Catrice. Also gibt es überall. Gibt es ein teureres High-End-Produkt, das vorher entwickelt wurde, das dann vielleicht ein wenig abgekupfert wurde? Ja. Ja. Was nicht heißt, dass das abgekupferte Produkt oder das aus der Idee heraus entstanden ist, schlecht ist. Definitiv nicht. Aber ja. Ich fand auch die zweite Frage, die sie gestellt hat, richtig cool. Und ich muss immer wieder da rein zurück. Das geht mir gerade ein bisschen auf die, aber gut. Hm. So schlimm ist es nicht. Auch richtig geil. Wenn wir jetzt wenn jede von euch ein dekoratives Täschchen für uns jeweils packen würde, wie sähe das aus? Quasi ein Empfehlungspäckchen. Ein Empfehlungspäckchen an Schminke? Ja. Das ist eine spannende Frage. Also richtig coole Frage. Wie viel darf ich denn reinpacken? Ja, danke. Wie viel darf ich? Das steht nicht dabei. Ich würde sagen, wir beschränken uns mal auf 5. Oh. 5 zu 4? Machen wir 3? Du möchtest 33, habe ich verstanden. Okay. ne? Catrice Superglue. Finde ich wirklich, wirklich empfehlenswert. Creased gar nicht? Hält Lidschatten für... für die Augenbrauen? Für die Augenbrauen. Okay. Der ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Aber ich weiß, dass manche den nicht so gerne mögen, weil der halt wirklich, der betoniert, ne? Mhm. Das ist halt Beton. Ich persönlich würde die Nabla Visions Mascara reinpacken, auch wenn ich denke, dass sehr, sehr viele die schon mittlerweile kennen, weil ich sie einfach ständig empfehle. Die ist fantastisch. Die sollte man sich mal angeguckt haben. Sie muss sich halt nur ein bisschen eingrooven. Das denke ich. Also muss ein Moment stehen, bis sie besser wird. Also vielleicht auch so nicht ganz zudrehen und eine Woche stehen lassen oder ein paar Tage. Also ich würde mich einfach eine Woche durchbeißen und sie einfach immer wieder verwenden. Okay. Einfach stehen lassen würde ich sie nicht. Mhm. Und ja, also das wäre so... Boah, bei Lidschatten, Leute, wie gemein von euch. Mhm. Odin's Eye, die muss man sich mal angeguckt haben. Noch nie was von getestet. Das ist fantastisch. Das ist, also alles, was so Indie-Brands angeht, das muss man einfach mal ausprobiert haben. Das ist auch eine Traumkooperation. Ja. Oh mein Gott. Habe ich nicht. Also, wenn ihr das hier seht, Odin's Eye... Wäre schon nice, ne? Ich würde mich schon freuen, doch. Würde ich sagen. Ihr könnt gerne Empfehlungen per E-Mail an Odin's Eye schicken. Ich würde so ein bisschen tanzen. Wirklich. Und das Film für euch. Da hätte ich nichts drum bei. Das sieht man regelmäßig in meinen Vlogs, wie ich tanze. Mhm. Also das muss man auf jeden Fall ausprobiert haben. Oh Gott, man muss definitiv auch mal hier entweder von der lieben Charlotte das Fixing Spray oder auch von Benefit. Ich finde die beide sehr, sehr gut, vor allem wenn man trockene Haut hat. Ne? Die machen halt so ein richtig smoothes Gedönsen. Still wird's? Oh, ich muss denken. Mhm. Ey, wenn du nicht so viele nennen darfst, Melli. Hm. Wir haben ja leider nicht so viel Zeit. Also man darf definitiv von Nabla auch nicht die ganzen Base-Produkte vernachlässigen, aber da kann ich mich nicht festlegen. Ich liebe den Primer, die Foundation, das Puder, Blush, Bronzer, Highlighter, auch die neuen Blushes. Oh. Eine sehr, sehr gute Marke, ja, muss ich definitiv sagen. Hm.
Ja, und du? Was sagst du denn? Also, ich würde auf jeden Fall den Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronzer reinpacken, weil der einfach seit so vielen Jahren echter Favorit ist. Ich würde, einfach weil es eine größere Farbrange gibt, würde ich das Typology Tinted Serum reinpacken. Da habe ich im Übrigen, ich probiere es mal aus. Ich hatte da jetzt gerade einen Code ab 45 Euro Bestellwert, setze ich euch in die Infobox, bekommt ihr so eine richtig schöne 10 Inhaltsstoffe Körpercreme dazu, die ist echt super. Ja, die habe ich letztens erst aufgebraucht. Der Lichen. Mega. Wow. Krass. Als Mascara würde ich auf jeden Fall die Lights Camera Lashes von Tarte reinpacken. Ich finde, es gibt keine geilere Mascara. Noch nie eine geilere probiert. Jetzt haben wir eine Foundation. Ihr könnt euch die Farbe natürlich selber raussuchen, den Bronzer. Eine Mascara. Bei Lidschatten finde ich es tatsächlich sehr schwierig. Weil es so viele schöne, ich bin ja so, habe ich ja schon gesagt, mehr so basic unterwegs. Irgendwie eine schöne Nude-Palette. Ich persönlich finde die ja mega, mega schön. Also das ist im Moment meine Lieblingspalette. Die ist echt schön, das ist I Need a Nude von Natasha Denona. Das könnte deine Frage beantworten. Alexa, stopp. Geil. Sie wollte einfach auch. Und, ja, oh, von Charlotte gibt es ja diesen Magic Flawless Filter, dieser leichte, die du in deine Base mischen kannst. Wie heißt das Produkt denn noch? Mhm. Hat so einen Namen, ne? Irgendwas in der Art, genau, habe ich jahrelang benutzt. Ich mops mal. Mach mal. Ich habe jetzt leider nur, habe es aufgebraucht und brauche jetzt erstmal Nachschub. Genau, also das wären so die Produkte, die ich reinballern würde. Und als Lippenpflege oder für die Lippen. Tatsächlich auch von Typology hier diese Lippenöle. Und die sind wirklich gut. Die sind so gut. Ja. Ich mag grundsätzlich nicht gerne Öle auf der Haut, auch nicht auf den Lippen. Dieses hier hat das geändert. Ja, richtig, richtig toll. Genau, das wären meine 5. Wollen wir noch eine Frage von dir mit reinballern? Müssen ja nicht nur meine sein. Ich muss hier kurz mal das Vorlaut wegmachen. Ich bin etwas eskaliert. So soll es sein. Ja, das ist schon geil Moped hier doch. Oi. Du siehst aus wie eine Meerjungfrau. Oi. Richtig krass. Oi. Aber ich mag das. Das ist, also es bringt für mich immer so ein bisschen Positivität mit. So, what happy? What happy? Ach, guck mal, dann nehmen wir doch einfach DK2133. Ach, guck. Freue mich total, die Kombi Melli und Claudi lässt mein Herz höher schlagen. Eine Frage habe ich bei Melli schon rausgehauen. Aber hier fällt mir bestimmt auch noch etwas ein. Mal überlegen. Stellt euch vor, von jeder Kategorie Make-up, Bronzer, Lidschatten etc. das Produkt, euer Produkt nennen. Was wäre das? Zum Beispiel Bronzer? Okay, sowas Ähnliches hatten wir eben schon, genau, ne? Genau, deswegen... Wir haben ja unsere Lieblinge genannt. Ja, genau. Aber trotzdem total lieb, du süße Maus, dass du bei uns beiden Fragen gestellt hast. Finde ich richtig gut. Dasselbe gilt auch an die liebe Aphrodite. Ja, ich habe gerade, ich lese gerade, das ist ein sehr langer Kommentar. Vielen, vielen Dank. Weißt du Bescheid? Nee, der hat immer nur eine halbe Stunde und da muss man. Und deine Augen, mach mal bitte nochmal die Augen auf und zu. Siehst du das? Ja. Das ist ja der Hammer. Das ist Indie Brand. Alter. Lies mal noch eine schöne Frage vor. Ui, das klingt super. Dragon Girl 0711, da bin ich gespannt. Meine Frage wäre, wie seid ihr beiden jeweils auf die Idee gekommen, auf YouTube und Social Media Beauty-Content zu machen? Also gab es einen Auslöser, eine Inspiration, die euch diesen Weg hat gehen lassen? Interessiert mich brennt. Lieben Dank für die Chance. Hau raus. Also, der Auslöser, warum ich mit YouTube angefangen habe, ist leider sehr, sehr traurig. Mhm. Aber ich hau den jetzt mal raus, weil ihr wisst ja, bei mir geht es auch schon mal persönlich zu. Ich habe mich damals einsam gefühlt. Ja, ich habe zu viel Zeit für mich alleine gehabt und habe in der Zeit sehr viel YouTube geschaut. Mhm. Und die ersten YouTuber, denen ich gefolgt bin, deutschen YouTubern,
Natürlich habe ich auch Jaclyn Hill gefolgt. Oder bin ich? Heißt es, ich habe ihr gefolgt oder ich bin ihr gefolgt? Das ist dann aber irgendwann eingeschlafen. Es gab eine YouTuberin, die heißt wahrscheinlich immer noch Iris. Und Iris hat unfassbar tolle Make-up-Tutorials gedreht. Ich weiß leider gar nicht mehr, wie ihr Shop hieß. Ich glaube Beautify oder irgendwas in der Art. Die hatte ihre eigene, die hat irgendwann diese für Billy und Alex Schränke hat sie diese Acryl-Schubladeneinsätze rausgebracht. Mhm. Und die hat vorher wirklich klassisch YouTube gemacht und Schminkvideos. Und ich fand diese Vorher-Nachher-Effekte so geil. Und bis zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch nicht geschminkt. Ich hatte einen schwarzen Lidschatten in so einem Döschen, so ein Pulver, ganz schlimm. Wenn man sich das aufgetupft hat, war das ganze Gesicht schwarz. Ich hatte zwei Lippenstifte. Einer davon war so rosa, irisierend. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Einen schwarzen Kajalstift. Und sonst hatte ich nichts. Und dann habe ich angefangen, mir alles zusammenzukaufen. Dann hatte ich, weiß ich noch, damals bei, das hieß noch nicht Vinted, sondern Kleiderkreisel, habe ich eingegeben, High-End-Palette, Lidschatten. Ja. Und da wurde mir eine Lidschattenpalette von Reval de Loop angezeigt. Und ich habe mich so gefreut, dass ich diese Reval de Loop fucking Lidschattenpalette für 10 Euro inklusive Versand bekommen habe. Und ich dachte, ich hätte wunders was Geiles. Und oh die nein. kam bei mir an. Und diese Billo Lidschattenpalette, da waren auch noch zwei Lidschatten kaputt. Oh nein. Und die Verkäuferin, die hat sich wahrscheinlich einen Blubbel im Bauch gefreut. Hat gesagt, wie dämlich kann man eigentlich sein? So ging das bei mir los. Wie war es bei dir? Ich muss erstmal hier... zu Ende linieren. Linon? Ja, da kann ich nicht so viel bei reden. Das ist gut. Da muss ich so viel denken. Trotzdem kriege ich das nicht gebacken. Ja, es hat auf jeden Fall, macht total Spaß, macht dort immer noch total Spaß. Ich halte das ja als Hobby, als Nebenjob, also wirklich nicht mal auf Minijob-Basis, sagen wir, wie es ist. Und, genau, deswegen kann ich da ganz locker mit umgehen. Wenn ich Bock habe, ein Video hochzuladen, lade ich ein Video hoch. Und wenn ich nicht so viel Lust habe, dann lasse ich es. Aber ich gebe mir schon Mühe, dass ich jede Woche wenigstens ein Video für euch habe. Versuche aber zwei. Ja. Ja, diese Woche eskalierst du ja eh. Wieso? Naja, guck mal. Stimmt. Dieses Video war live vor ein paar Tagen. Mensch, Melli, ja. Das läuft wie das geht. Und das macht auch so viel mehr Spaß, wenn du jemanden dabei hast, wie... Mausi. Genau. Ja, das ist tatsächlich immer cooler. Also ich feiere das auch immer mega. Und ich, also generell mit Melli sitze ich immer gerne auch zusammen, aber natürlich auch vor der Kamera, weil das einfach ein fantastischer Mensch ist. Also ihr macht alles richtig, wenn ihr hier auch seid, wenn ihr sie abonniert habt und dieses Video schaut. Denn also Melli ist einfach ein großartiger Mensch. Das muss man sagen. Also in erster Linie ist sie ein großartiger Mensch. Als wir uns das erste Mal getroffen haben, kennengelernt haben, halt auch wirklich... herzlich kennengelernt haben. Das ist halt einfach was ganz Besonderes, diese Frau. Und dass sie hier auf YouTube Content macht, ist ein Geschenk für uns alle, weil sie uns auch wirklich Wissen vermittelt, das Ganze auf eine sehr ehrliche Art und Weise macht. Und ich finde es einfach großartig. Also ich habe sie damals immer schon gerne geschaut und jetzt kann ich sie halt mit noch mehr Liebe gucken, weil ich sie halt auch einfach als Mensch dahinter kenne. Und ich finde das einfach schön. Also mich macht das jedes Mal glücklich, wenn ich sehe, dass du ein Video hochgeladen hast. Von mir aus kannst du jeden Tag einfach einen Livestream machen. Ich würde dir bei allem zugucken, weißt du? Das ist überhaupt kein Thema. Und ich hab dich auch lieb. Du Wunderbare. Das kann ich mir übrigens alles wiedergeben. Ich habe das ja, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Auch jedes Mal, wenn ich mit Claudi drehe. Claudi ist ja die Boxen-Queen. Aber Claudi macht so viel mehr als Boxen auspacken. Ihr kriegt so viele Infos, wenn Claudi Review-Videos macht. Das ist nicht mal eben dahin gerotzt. Die informiert sich. Sie gibt euch ganz viele Infos weiter. Mhm. Und was ich richtig toll finde, nie verurteilend, nie. Sie ist ehrlich. Es gibt hier kein Rumgeeier, dass es ein geiles Produkt war. Ich kriege da jetzt 500 Euro für, weil ich euch das zeige. Wenn es nichts taugt, dann sagt sie auch, dass es für sie nicht funktioniert. Mhm. Und auch das finde ich einfach so charmant. Du bist nicht so, sie ist gar nicht kollerig, gar nicht. Ich mag das nicht so gern, wenn man dann so rauspoltert mit der totalen Scheiß, kannst du nichts mit anfangen. So diese Ghetto-Sprache ist einfach eine sehr gescheite, bildschöne, intelligente junge Frau. Und Claudi ist die einzige,
wirklich die einzige, bei der ich regelmäßig Boxenvideos schaue und natürlich auch viele andere. Ich kommentiere nur viel zu selten. Ach, same. Man hat doch immer eigentlich so sich gegenseitig am Laufen. Ja. So, ne? Mhm. Und das ist halt, als wäre man nicht alleine. Das ist auch irgendwie sad. Aber das ist halt echt so. Ich versuche jetzt mal die Lethal Cosmetics Charged Mascara. Ich habe ein bisschen Angst vor ihr. Wir probieren sie aus. Das ist eine Tubing-Mascara. Das wird nachher, wenn ich die im Live abschminke, auch noch sehr interessant. Oh, Tubing heißt doch, dass sie sich um die Wimpern legt. Im Übrigen hier, diese Mascara, die Catrice Glam & Doll Lash Growth Volume Mascara, natürlich war sie eine Empfehlung von Claudi. Ich weiß gar nicht, wo waren wir da? War das Malaga? Malaga oder Corfu? Nee, Corfu war das noch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, nee, wir haben mit draußen gesessen. Malaga war das. Ich weiß noch genau, wo der Laden war. Okay. Und ich habe vergessen, eine Mascara einzupacken. Und dann waren wir in so einem Laden. Das war ein ganz merkwürdiger Laden eigentlich. Ja. Da gab es alles und seine Mutter. Ja. Und unter anderem auch so eine kleine Ecke mit Kosmetiktaft. Da war teilweise super teurer Kram von Guerlain dabei. Ja. Aber auch Catrice. Und da hat sie mir die Mascara empfohlen. Die finde ich richtig, richtig toll, weil die Wimpern schön umschließt. Und die werden länger. Ja. Da ist Rizinusöl drin. Richtig also geil. Das verlängert die Wimpern halt auch. Ne? Das pflegt die Wimpern, hindert sie davon abzubrechen. Das ist quasi eine Haarpflege. Nutzt du eigentlich noch Wimpernserum? Ja, natürlich. Noch dasselbe? Ja. Okay. Also das Grande Lash, oder ich benutze es jetzt halt wieder, weil ich jetzt ja nicht mehr schwanger bin oder stille oder sonst irgendwas. Mhm. Wegen Hormone und so. Lasst die Finger davon, wenn ihr schwanger seid. Genau, und das ist halt wirklich ein gutes Zeug. Wie ich damals zu YouTube gekommen bin. Genau. Sorry. Laberbacke flott, man. Ich habe es selber gerade irgendwie so ein bisschen vercheckt, dass die Frage ja noch im Raum stand. Naja, das war halt damals so, dass ähnlich wie bei Melly tatsächlich, ich wollte meine Passion halt auch irgendwie teilen. Es war so, dass ich das erst bei den Mädels, also bei meinen Zuckerpuppen in die WhatsApp-Gruppe so reingestellt habe, wenn ich so neue Produkte ausprobiert habe. Und das war witzigerweise damals halt auch noch mit meiner Freundin zusammen. Da haben wir uns halt auch bei Amazon diese super günstigen, was auch immer, Sachen geholt. Also verrückte Sachen, wirklich sehr verrückte Sachen. Und vorsichtig sein muss, dass man nicht den Augapfel verliert. Genau. Okay. Und dann haben wir das halt immer getestet und dann habe ich da immer so kurze Videos zugedreht und das dann halt auch bei der Zuckerpuppengruppe reingestellt. Und dann sagten meine Mädels und vor allem die Ines, ne? Claudi, das musst du bei YouTube hochladen. Und da habe ich gesagt, na, was soll das denn bei YouTube, Leute? Ganz ehrlich, wer guckt das denn? Ich bin einfach, also nicht so eine Rampensau oder sonst irgendwas bin ich nie gewesen und da bin ich halt auch nicht so für. Du bist eine totale Rampensau. Claudi ist eine totale Rampensau. Ich habe mich immer, vor allem damals, zu dem Zeitpunkt, ich habe mich eher so als zurückhaltendes Mauerblümchen oder so gesehen. Du? Dass ich, ja, ja. Diese Wimpern. Und, die sind einfach. Und ich denke mir gerade so, die Mascara ist echt nicht cool. Echt? Und, ja. Warum? Zu wenig. Aber es kommt noch. Ich bin jetzt am Schichten. Mhm. Ich schichte erstmal. Mal gucken. Und erzähle eine Geschichte, während ich schichte. Mhm. Und ja, naja, und so kam das dann mit der Zeit. Und für mich war dann YouTube auch ein gewisser Rückzugsort, weil zu dem Zeitpunkt auch jemand mir sehr nahestehendes, sehr krank geworden ist. Und ich da einfach auch ein bisschen einen Ort brauchte, wo ich glücklich sein darf und wo ich meine Passion teilen darf und einfach mal den Kopf ausschalten kann. Ja, und das hat ganz gut funktioniert. Mittlerweile schalte ich meinen Kopf aber immer mehr ein. Und das ist halt die Sache, was Melly eben auch schon sagte. Ich komme ja auch aus dem Vertrieb und Marketing und deswegen habe ich halt auch ein bisschen Ahnung, wie sehr man Menschen verletzt, wenn man ein Produkt, was sie entwickelt haben und wo sie Monate, Jahre an Produktentwicklung reingesteckt haben, wo sie gegebenenfalls schlaflose Nächte hatten und so weiter, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und nur weil das bei mir nicht funktioniert, das Produkt jetzt irgendwie bashen würde. Mache ich nicht. Also da denke ich einfach halt auch an die Menschen. Ich persönlich muss dann halt einfach, also mein Job ist es halt auch die Balance zu halten zwischen meiner Community, dass ich euch gegenüber ehrlich bin, wobei wir sind hier gerade bei Melly, ne? Also der Community generell. Unserer Community. Unserer, genau. Und dann aber auch den Marken gegenüber fair zu sein. Das ist sowohl bei Kooperationen so, als auch bei Nicht-Kooperationen. Mhm. Ja. Und das ist auch richtig so. Meine Mädels gucken meine Videos und wenn ich da Blödsinn erzählen würde, würden sie mir den Kopf abreißen. Das ist ein bisschen Angst. Ich arbeite unter sehr harten Bedingungen und ich lebe in ständiger Angst. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Also eine Frage bei mir war, das hatte ich vor ein paar Tagen schon gelesen,
Wissen die Menschen in deinem Umfeld von deinem Hobby oder von deiner Passion? Jo. Und da dachte ich auch so, also ich gehe damit nicht hausieren. Das mache ich nicht. Also ich gehe jetzt nicht rum und erzähle jedem hier, ich mache YouTube. Aber es ist ja inzwischen so, wenn du jemanden kennenlernst, der googelt. Mhm. Das hat sich auch so verselbstständigt, finde ich total krass. Mhm. Der googelt und im Zweifel, wenn man ehrlich ist und alles ordentlich macht, wie sich das gehört, wird man auch gefunden. Ja. 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 Mhm. Also bei mir ist es halt, wenn ich dann Leute irgendwie auf Partys oder so auf dem 90er-Festival oder so, wo wir letztens in Oberhausen waren, dann auch kennenlerne, dann, also das war halt Gott sei Dank nicht irgendwie so eine Baggerveranstaltung, sondern es war halt wirklich ein ganz normales, entspanntes Zusammensein. Und vor allem, alle bei uns im Hotel kannten sich nachher. Das war echt total witzig. Es war ein kleines Hotel, aber es war halt wirklich witzig. Da war ein Junggesellenabschied, da war eine Kerzrunde und da war ein so ein... Kerz? Kerl. Ach, Kerle. Jungs, Männer. Männertrupp. Okay. Mhm. Und ein so ein Pärchen, die sind auch auf ein Oberhausen-Festival gegangen, aber mehr so in Richtung Cosplay. Mhm. Also es war so bunt, es war wirklich abgefahren. Und ja, da bin ich halt mit meiner Vlogging-Kamera durch die Gegend gelaufen und dann habe ich halt auch die Leute gefragt, ne, wollt ihr halt ins Internet oder nicht? Mhm. Weil das gehört sich halt so. Ja. Da fällt man halt auf. Und ja, ansonsten, mein Umfeld hat mich dazu gebracht, YouTube zu machen. Meine Familie wusste das relativ schnell natürlich auch. Das wurde anfangs total belächelt, muss ich wirklich leider sagen. Das ist echt traurig. Aber jetzt, also vor allem, als ich mich dann auch komplett selbstständig gemacht habe und halt meinen Job auch gekündigt habe und so, waren meine Eltern so schissig. Die hatten echt so, oh mein Gott, Kind, 32 damals, glaube ich, oder 33. Machst du das alles richtig? Ja. Und jetzt mittlerweile sind sie ganz happy, dass ich so happy bin. Oh, unglaublich. Mhm. Und ja, ansonsten, ja, hausieren. Ich habe jetzt nicht irgendwie das auf ein T-Shirt gedruckt oder mir auf die Stirn tätowiert, nee. Aber witzigerweise ist es halt sehr, sehr, sehr häufig, wenn du mit Leuten dich unterhältst, auch auf so Veranstaltungen, wenn du auf Geburtstagen eingeladen bist und da dann die Eltern von oder noch andere Freundeskreise oder so sind, so, hey, was machst du eigentlich beruflich? Das kommt relativ häufig. Ja. Und deswegen eine traurige Frage, ne? Ja. Dass man immer fragt, was tust du? Mhm. Nicht kennenlernt und merkt, wer bist du, sondern was tust du? Wofür ist es wichtig, ne? Ja, ist wirklich so. Und das machen aber, also vielleicht ist es aber auch eine ganz interessante Geschichte, um erstmal überhaupt Smalltalk führen zu können, aber auch um herauszufinden, was vielleicht die Interessen und Kenntnisse von den Menschen, mit denen man gerade so spricht, sind. Weil wenn da jetzt irgendwie einer vor dir steht, keine Ahnung, und sagt, ich mache beruflich, dass ich so in den Regenwald gehe und irgendwie Bäume anstecke oder so, ist es halt irgendwie was anderes, als wenn einer sagt, Mensch, ich bin beruflich Lehrer oder so. Weiß ich nicht. Oder, keine Ahnung, eine Person, die irgendwie auch ganz entspannt dir gegenübersteht, sagt dir dann, ich mache beruflich, weiß ich auch nicht. Wir hatten so einen Nachbarn damals, das war ganz abgefahren, beim Ferienhaus von meinen Großeltern. Der war nicht nur Tätowierer und Piercer, sondern der hat auch Tackering gemacht. Also das war damals in den 90ern ganz abgefahren oder 2000ern, dass man halt wirklich getackert hat. Dann hat er auch diese Zungenspaltung gemacht. Und dann hat er auch so Sachen unter die Haut implantiert. Meine Eltern waren da immer ganz so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und Amputating war auch so ein Ding, was er dann auch immer wieder erzählt hat. Ne? Das sind so Teile vom Finger oder so, ganz abgefahren. Sowas ist dann halt crazy, wenn dir jemand gegenübersteht und sagt, ich mach sowas halt. Ne? Ja. Ja, das finde ich auch. Deswegen fragt man vielleicht einfach. Krass. Ja. Darf ich an dieser Stelle kurz erwähnen, dass wir jetzt gerade 4 Uhr haben? Mhm. Darfst du. Von wegen hier, wir machen das gar nicht so lange. Ich muss auch eben meine Lippen machen. Frau Floppmann war nämlich der festen Überzeugung, dass wir es schaffen, in der Zeit wahrscheinlich 27 Videos zu drehen, die wir uns sehen, was natürlich völlig absurd ist, weil wir einfach beide quatschig sind. Ne? Und das ist voll gut so. Ja, natürlich. Unendlich. Genau. Ich bin quasi fertig, also ja. Trinken, schminken. Mhm. Aber ich habe in meinem Kaffee keinen Strohhalm. Ja. Hm. Ist auch gar nicht so dieses übliche Strohhalmgetränk, oder? Kaffee? Nö. Mhm. Nicht so wirklich, ne? Was hast du da für ein Lip Liner? Nabla.
Okay. Nabla in der Farbe Nude 1. Die sind wirklich geil. Ich müsste die nur mal wieder anspitzen. Halten dir ewig und 3 Tage. Ich habe im Übrigen, was habe ich denn hier verwendet? Den finde ich auch richtig gut. Von Catrice den Plumping Lip Liner in die sind geil. Staring Roll. Staring Roll 40, den finde ich echt gut. Ist auch trocken, aber ich male mir damit ja die Lippen nicht aus, sondern umrande nur ein bisschen und male ein bisschen am Rand aus. Und ich finde wirklich diesen River Loves Me Lip Plumper richtig gut in rosa. Ich glaube, das ist auch eine Empfehlung von Maxim. In der Farbe 02 Rosewood gibt es auch in klar. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine dritte Farbe gab, keine Ahnung, aber der ist echt, der hat auch dieses leichte Pritzeln, also dieses, was man halt so kennt, ne? Aber nicht unangenehm. Es gibt ja auch welche, die brennen richtig auf die Lippen. Ich verwende jetzt von Né in der Farbe Coral diesen Lippenstift. Den kriegt ihr übrigens bei Dalton. Ne? Da könnt ihr mit Beauty Melanie 20% drauf sparen. Und mit Beauty Claudie auch. Der ist richtig geil. So ein Aprikoton, ne? Das ist richtig schön Zähneweißmachton. Nicht, dass wir gleich Kuchen essen werden, aber hey, die Lippen müssen hübsch sein. Und richtig cool, wir schminken uns hier schön für euch und gleich gehen wir live in einem Stündchen. Um uns für euch abzuschminken. Es wird so abgefahren. Also ich werde jetzt gleich noch ein bisschen meine Haare machen. Und dann sind wir fertig. Ich finde, wir strahlen. Ja, dein Augen-Make-up haut mich um. Das ist geil, oder? Schon das mal. Das blendet also richtig, wenn du die Augen auf und zu blinkst. Ne? Die Kamera wird heller und dunkler. Richtig geil. Ich lieb's. Ja. Voll mein Vibe. Und ich lieb's einfach bei dir, dass dieses... Du siehst jetzt einfach so elegant... Wunderschön. Könnte es jetzt direkt auf eine Gala gehen? Ja, genau so. Genau so. Ist genau so. Genau. Richtig schön. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hä? Oder natürlich. Die Zeit, also danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das auch. Und uns gefolgt und unserem Geplapper gefolgt seid. Wir haben wirklich Spaß miteinander. Und ich glaube, das sieht man auch. Und es ist richtig cool, wenn ihr einen lieben Kommentar hinterlasst, ein Däumchen hoch. Wie sagst du immer, ein Däumchen, ein Träumchen? Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Richtig schön. Und vergesst bitte nicht, bei Claudi vorbeizufahren, zu gehen, zu klicken, wenn ihr es nicht vorher gemacht habt. Ne? Und auch da einen lieben Kommentar und ein Abo zu lassen. Das wäre richtig, richtig schön. Und ansonsten sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.